Naja gut, ich meine, es sind ja auch Leute aus ihren Wohnungen rausgeräumt worden, hier im Reichenberger Kiez. Da waren ja einige Sachen, da hat es ja heftige Kämpfe auch gegeben. Das hat sich jetzt in den letzten 8 Jahren um 30% erhöht, insgesamt, also die Kaltmiete. Ja, das stimmt, das ist schon ein bisschen mehr schickimicki geworden, ne? Also das war schon früher angenehmer. Ne? Dass sich Straßenzüge verändern, dass es Clubs nicht mehr gibt, dass die Zugezogenen ein bisschen den Ton angeben. In 5 bis 10 Jahren werden wir alle vertrieben sein. Die holen sich einen Stadtteil nach dem anderen. Jetzt ist Neukölln gerade dran. Also das heißt, wir werden wirklich immer weiter an den Stadtrand gedrängt. In unserem Haus waren auf einmal alle Nachbarn verschwunden und es waren nur noch solche Rauchen-Verboten-Schildchen an den Türen. Das sind jetzt Wohnungen, die werden nur für ein halbes Jahr vermietet, möbliert. Immer wieder an wechselnde Nachbarn, die wir jetzt haben, und so umgehen die halt die Mietpreisbremse. In Oranienstraße, das war früher viele verschiedene Läden. Jetzt alle Spätkauf, Restaurant oder Kaffee geworden. Jetzt ist es möglich, Kitas zu vertreiben, um da die nächste Touri-Kneipe reinzusetzen. Da ist ein Bäcker und der war auch schon bestimmt 20 Jahre da oder so, ne? Und da hieß es, der muss raus, weil da ist ein neuer Eigentümer gekommen und da haben wir über längere Zeit demonstriert und das hat auch was genutzt, ne? Also der Bäcker ist geblieben. Die Stadt Berlin, das Land, das muss Wohnungen zurückkaufen, also vielleicht sogar auch Enteignung, also wenn gewisse Hedgefonds immer wieder wechseln und wechseln, es passiert nichts in den Häusern, Häuser verfallen oder die Mietpreisbremse nicht eingehalten, dann muss halt eine Enteignung her. Also es geht einfach nicht anders. Lassen wir die Gerichtsvollzieher hier in Bezirk, um das mal so zu sagen. Das ist halt das Problem, wenn jemand individuell dann kämpft. Das ist dann immer, ich sage mal, ein vernünftiger Mietboykott ist das Problem der ersten 5000 Leute. So. Aber wenn es wieder erforderlich ist, ne, dann mache ich auch mit. Das muss einfach sein. Man muss sich wirklich nicht alles gefallen lassen. Also mich wird man hier nicht verjagen. Das auf keinen Fall.